Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Heute mit einem Unboxing zu Star Wars Legion. Es herrscht Aufruhr im galaktischen Senat. Die Allianz der Separatisten stellt sich mit einer gewaltigen Droidenarmee den Klontruppen der galaktischen Republik entgegen. Angeführt wird die Droidenarmee durch General Grievous und in dem Fall die Klontruppen durch Obi-Wan Kenobi. Ja, das Spiel ist von Fantasy Flight Games und hier vertrieben durch Asmodee. Und das habe ich mir letztens zugelegt. Und natürlich hierbei auch die örtlichen Hobbyläden mal wieder unterstützt in dieser schweren Zeit. Was haben wir hier Schönes in der Box drin? Es sind 39 Plastikminiaturen, 8 Plastikbarrikaden, 15 Würfel, 3 Bewegungshilfen, ein Maßstab, 8 Einheitenkarten, 40 Aufwertungskarten, 14 Kommandokarten, 12 Gefechtskarten, ein Rundenzähler, 107 Marker und ein Satz Spielregeln. Des Weiteren ist hier angegeben, das Spiel ist ab 14 Jahren. Man kann es mit 2 Personen spielen und es soll 2 bis 3 Stunden gehen. Ich weiß, ja, dass man es in der Regel kann man es auch mit 2 gegen 2 spielen. Das ist auch möglich. Es gibt ja mittlerweile auch hier schon einmal so eine Grundbox, die allerdings dann ja, Truppen des Imperiums und Truppen der Rebellen enthält. Das Imperium ist in der anderen Box dann durch Darth Vader angeführt und ich glaube, bei den Rebellen ist es Luke Skywalker, der seine Rebellen dort in die Schlacht ziehen lässt. So, wir schauen jetzt hier einmal rein. Hier wieder auch lizenziertes Disney-Produkt. Mir ist klar, es handelt sich hier um Armeeteile der verbotenen Reihe, was mir jetzt schlichtweg egal ist. Ich finde Star Wars einfach geil und selbst wenn die auf die Idee kommen würden, irgendwie Hänsel und Gretel mit Star Wars Figuren ja, nachzuspielen, fände ich es trotzdem gut. Ja? So, steigen wir hier ein in die Box. Es handelt sich jetzt hier um die deutsche Ausgabe. Ist so für ca. 90 Euro zu haben. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie 92,95 € bezahlt. Und legen wir das hier mal zur Seite hinten und schauen wir uns jetzt mal an, was hier drin ist. Wir haben jetzt zum einen die Marker, von denen hier die Rede war, auf festem, stabilem Karton. Kann die hier so ganz einfach rauslösen. Ich habe bereits das andere Grundspiel schon gespielt, Imperium gegen Rebellen. Und ja, da sind die Marker an sich gleich. Habe jetzt hier so ein paar Marker entdeckt, die ein bisschen anders sind. Die in dem anderen Spiel ist jetzt nicht dabei. Das sind einmal hier diese hier. Und ich glaube, hier diese blauen, die gab es bisher auch nicht. Was das jetzt zu bedeuten hat, werden wir sicherlich dann irgendwann sehen, wenn wir uns die Spielregeln anschauen. Gut, also das waren die Marker. Dann haben wir hier als nächstes einmal die Spielregeln hier, die können wir uns auch gleich noch ein bisschen genauer anschauen. Und dann stelle ich das Ganze hier mal zur Seite. Und ich fange mal hier auf der rechten Seite an. Was haben wir hier genau? Das sind, wenn ich mich recht entsinne, sind das hier so Bewegungsstäbe, die man hier hat, die man hier so zusammenstecken kann. Ja, also kann man die hier so bilden. Ich glaube, dass ich weiß gar nicht, in welcher Maßeinheit die gemacht sind. Hier sieht man sogar noch leichte Gussreste sogar noch dran. Die kann man sicherlich noch mal entfernen. Also das sind einmal hier so Entfernungsmaßstäbe. Ich meine, das sind die, um die Reichweite für die Waffen zu ermitteln. Dann haben wir hier als nächstes haben wir hier ja, die Teile für die Bewegung. Sitzen wir mal hier schon mal so zusammen. So.
So geht das. Genau, das ist einmal, sind einmal diese hier, dann sind das einmal diese hier. Und dann diese beiden gehören auch zusammen. So. Und das sind jetzt hier auch die unterschiedlichen Teile für die Bewegung. Das setzt man dann unten hier, wo habe ich eine, habe ich hier nur noch eine Base. Hier habe ich eine, ne, wenn ich hier die Base liegen habe, dann kann ich das hier so ansetzen und kann dann nachher meine Spielfigur hier ansetzen. Dafür ist das da. Drei Stück an der Zahl. Und dann haben wir hier wieder ein paar Bases. Hier ein relativ großes Teil. Hier vier von denen. Jetzt gucke ich schon mal, wer ist denn hier blau und so groß? Okay, ich glaube, das sind vier Druidikas, die hier bei sind. Ja, die werden hier auf diese blauen kommen. Das heißt, die Separatisten, beziehungsweise Druidenarmee wird hier die blauen Bases bekommen, während hingegen die Klonarmee dann hier die ja, beigefarbenen Bases bekommt. Und in dem Falle wird das dann die Base für den, ja, wie heißt das Teil? Muss ich ja mal schauen. Barkgleiter oder wie auch immer, werden wir gleich sehen. So, was haben wir noch? Wir haben jede Menge Barrieren dabei. Jede Menge, also 8 Stück an der Zahl. Wie sehen sie aus? Ich guck mal. Ja, also sind 4-4. Wir haben einmal 4 hier mit Monitor und einmal 4 ohne. Also ein bisschen Abwechslung hat man da drin. Ist jetzt hier nicht, wer weiß was, wie tolles Gelände, aber zum Spielen und für die erste Deckung sollte es dann definitiv reichen. Was haben wir dann hier als nächstes? Dann haben wir hier jede Menge Würfel. Ich glaube, es waren 15 an der Zahl. Ich will es nicht unbedingt durchzählen, obwohl 6, 6, 12. Ja, 6. 6. Ja, das sind 15. Ich weiß nur, was ist das hier? Komisches drin. Hier ist noch so ein komischer Nippel drin. Keine Ahnung, wofür der ist. Werden wir sicherlich auch gleich Näheres zu finden. Wir haben einmal rote, einmal weiße und einmal schwarze Würfel. Was die zu bedeuten haben, kann man dann wiederum hier auf den Karten sehen. Hier Hinterhaltkarten, Vorstoßkarten, Offensivkarten, Bereitschaft. Das sind jetzt hier diese 4 Karten, die man jeweils als Spieler bekommt. Am Anfang einer Spielrunde ist es halt entscheidend. Ich weiß gar nicht, wer am meisten von den Punkten hat oder wer am wenigsten hat. Der darf sozusagen dann den ersten Zug machen. Das Lustige ist, also jeder hat einen Satz von diesen Karten, sucht sich halt eins aus und legt dann die Karte offen auf und je nachdem, wer jetzt den besseren Wert hat, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es der niedrigste sein muss oder der höhere, ist er halt dran, ne? Und darf halt seinen Zug beginnen und ne, dadurch ergeben sich hier unten auch noch so ein paar kleine Vorteile. So, dann haben wir hier Obi-Wan Kenobi, eine spezielle Karte für ihn. Auch 1, 2, 3 und hier auch genau wie General Grievous 1, 2, 3. Ich kenne die Regeln grob von Star Wars Legion, was die andere Box angeht. Ich glaube, das ist hier, also die Karten, die jetzt hier noch so bei sind, die haben noch mal so ein bisschen zusätzliche Fähigkeiten. Das heißt, die Regeln haben sich so ein bisschen, glaube ich, erweitert von der ersten Grundbox zur nächsten. So, was haben wir noch? Übertragung, Abfangen, Schlüssel, Aufbau, Nachschub, Bergen, so Missionskarten. Großoffensive, hier sind glaube ich noch so Karten, die kann man vielleicht ziehen, um unterschiedliche Aufstellungszonen am Anfang zu wählen. Gutes Wetter, Wetterkarten, Karte hat keinen Effekt. Was haben wir hier? Lebensfeindliche Umweltbedingungen.
Okay, Gelände gehören der Interessen. Okay, ne, da stehen also gewisse Sachen, dass eine Truppeinheit am Ende des Zuges irgendwie mit einem Geländeteil in Verbindung stehen muss, weil die Temperaturen so hoch sind. Das heißt, so eine Figur muss dann mit der Base in dem Sinne dann hier irgendwie so dran stehen, ne, um sich zu schützen. Was haben wir noch? Schnelle Verstärkung, eingeschränkte Sicht. Dann haben wir hier jetzt hier die einzelnen Karten der Figuren. Hier haben wir einmal Obi-Wan Kenobi mit seinen Werten und Fähigkeiten kritisch, Wucht 2, Durchschlagen 2. Das kann man vielleicht mal in einem späteren Video nochmal genauer besprechen, was die Regeln so an sich bedeuten, wie viele Lebenspunkte, wie weit er sich bewegen darf. Solche Sachen sind hier ja alle hinterlegt. Das gleiche haben wir jetzt hier für die Klontruppen der ersten Phase. Dann haben wir hier den Barkleiter mit seinen verschiedenen Fähigkeiten. Der kann einmal mit einem Blastergewehr und auch mit einer leichten Zwillingsblasterkanone anscheinend feuern. Also mal gucken, ob das davon abhängig ist, wie die einzelnen Klontruppen da drauf ausgestattet sind oder ob die Bewaffnung direkt da dran ist. Dann haben wir hier General Grievous. Ich glaube, der kommt hier mit 8 Lebenspunkten. Das ist natürlich auch eine Macht. Was hat er noch alles im Wucht durchschlagen? Erbeutete Lichtschwerter, genau, und noch mehr erbeutete Lichtschwerter. Ne, mit diversen anderen Fähigkeiten, die er noch hat. Dann B1 Kampfdroiden, wo einige dabei sind. Nochmal B1 Kampfdroiden. Und das ist einer meiner Lieblingseinheiten. Ich liebe einfach Droidikas. Also ich weiß ich nicht, ich mag die einfach. Und gerade auch das Farbschema, so wie das hier gemacht ist. So mit so einem leichten glänzenden Kupferpanzerung finde ich die einfach richtig schön. Die sind ausgestattet mit doppelten Zwillingsblasterkanonen. Mal gucken, wie die nachher aussehen. So, und da sind wir wieder bei Obi-Wan Kenobi. Und das sind diese Karten, die dabei sind. Und was haben wir noch für Karten dabei? Das sind hier diese etwas kleineren Karten. Sobald du Befehle erteilst, kannst du sie in Reichweite 1 bis 4 erteilen. Also dann gehe ich davon aus, einfach, wenn das jetzt hier Einheiten kann. Und dann sind das hier auch Kommandokarten, mit denen habe ich bisher noch nicht gespielt. Also das sind, ja, gehört schon zu den erweiterten Regeln. Ich habe schon einmal hier durch die Spielanleitung durchgeblättert und da hat man das schon gesehen. Es gibt also so eine Trainingsmission, die man da spielen kann mit vereinfachten Regeln. Und andersrum gibt es allerdings dann auch ja, erweiterte. Und da wird schon ganz schön kompliziert, vor allem auch, wenn man sehr, sehr viele, sehr viele Miniaturen dann auf dem Tisch stehen hat. Ja, hier haben wir nochmal E60 RB1 Truppler, also mit so einer schweren Kanone, Bark-Zwillingslaser, Bordschütze. Hier nochmal einzeln betrachtet wird nur Barkleiter. Verringere deine Maximalgeschwindigkeit um 1. Also hier relativ viele Kommandokarten. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Stuss und das ist auch wirklich so. Gut, kommen wir zu den nächsten Teilen, die hier drin sind. Und da haben wir hier einmal jede Menge Plastiktüten. Und dann wollen wir mal gucken, was das genau ist. Und zwar jo, was haben wir hier? Also wir haben hier einmal, muss ich immer ein Tier einmal rausbröckeln. Wir haben hier einmal Obi-Wan Kenobi. Ja, und schön, das Lichtschwert nicht mehr gerade. Das heißt, das muss erstmal irgendwie gerichtet werden. Das habe ich auch schon gesehen. Da geben sie ein bisschen Tipps, wie man das macht. Ein Glas heißes Wasser hinstellen, Lichtschwert reinhalten, gerade biegen, mit kaltem Wasser abschrecken. Das soll helfen und da soll es funktionieren. So, was haben wir als nächstes? Das scheint hier ein Klontruppner mit einem ja, Raketenwerfer oder sowas zu sein. Ja. Irgendwas genau, was er oben auf der Schulter trägt.
und abfeuert. Dann haben wir hier zwei Klontruppner mit ja, einer Art ja, Rotationskanone, Laserkanone. Keine Ahnung, wie die Dinge heißen. Hier haben wir welche mit Art Lasergewehr. Hier haben wir welche mit einer Blasterpistole. Also auch wieder zwei Stück. Hier haben wir wieder zwei mit Blaster. Wieder Blaster. Hier wieder mit Gewehr. Ja, könnte auch wieder ein Blaster sein. Blaster. Und hier haben wir nochmal jemanden, der scheint hier irgendwas Besonderes zu haben. Das kann man noch gar nicht so genau ermitteln, was das ist. Wobei, das könnte theoretisch könnte das einer der ja, Piloten des Barkleiters sein oder der Fahrer des Barkleiters, besser gesagt. Barkleiter, den haben wir hier. Also der Vorteil jetzt hier bei denen, bei der Klonarmee ist, dass die Teile alle schon ja, aus dem Gussrahmen entfernt worden ist, genauso wie hier der Barkleiter auch. Die sind ja auch schon so weit, die Gussgrate sind so weit entfernt. Das heißt, man wird hier relativ zügig in die Pötte kommen, was jetzt hier diesen Teil der Armee angeht. Schauen wir uns jetzt im Gegensatz dazu einfach mal die Separatistenarmee an. So, wir haben hier einmal General Grievous. Ja, ich weiß gar nicht, was das für ein Kunststoff ist. Also das ist, fühlt sich ganz komisch an. Das ist nicht vergleichbar mit dem Kunststoff, den man so vom GW kennt. Ja, da auch schon mal als Tipp, irgendwo steht drin, man soll Sekundenkleber verwenden, weil ich denke, dass dieser Kunststoffkleber, den man hier, ich sag mal, ob man den jetzt von Revell, Citadel, Fala oder was weiß ich wie was hat, ja, das Material entsprechend ja auch nicht so aufschmelzt. General Grievous kommt hier irgendwie mit 6 Lichtschwertern um die Ecke und hat dann auch noch einen Arm mit einer, ja, hat auch Blasterpistole, Maske, noch Bein, einen Zip und Zap, Mantel hat er auch noch dabei. Ich weiß gar nicht, ich hoffe, dass man hier gleich in der Beschreibung vielleicht noch mal ein bisschen mehr sieht dazu. Und ansonsten haben wir hier, was, ja, gute Frage, was haben wir hier? Keine Ahnung, ob es zu den Druiden gehört oder zu den, ja, könnte auch zu den Druidikas gehören hier. Ja, und hier sind die, hier sind auch noch einige Druiden, wobei hier auch irgendwie gar keine, sind da Köpfe bei? Doch, da sind Köpfe bei. Ja, ich finde es enorm viele Teile. Hier auch wieder Druiden mit Blastern. Gleiche Gussrahmen, wieder Druiden mit Blastern. Also jede Menge hier schon wieder Druiden mit Blastern. Genau, und hier, das scheint hier Druidika zu sein, wenn man jetzt hier sich die Panzerung anschaut. Und gehört das irgendwie zusammen? Seht das gleich aus? Ja, also gut, das könnte hier schon zu den beiden Druidikas gehören, weil es an sich hier so gespiegelt ist. Und Druidikas habe ich ansonsten hier auch nochmal so ein Gusskram. Was habe ich noch? Ach du meine Güte, also auch nochmal wieder Druiden. Wie viel sind da drauf? Zählt man da? 1, 2, 3. Ja gut, es sind auch nur 3, aber wenn das 3 sind, sind das schon sehr, sehr viele Teile. Und ja, hier das gleiche. Die sind alle Standard, also alle bewaffnet anscheinend mit Blastern. Und enorm viele Teile. Das war es aber an sich, was in der Box war. Ich tue jetzt mal eben diese Teile hier wieder zurück. Schauen, ob die Aufnahme noch läuft. Das tut sie. Und dann fliegen wir jetzt hier einmal durch die Anleitung. Dafür stelle ich das jetzt hier einmal zur Seite.
Und gucke, jawohl, das kann man gut sehen. Also die Spielregeln. Hier sieht man dieses Artwork, was ich gesagt habe, was halt sehr, sehr nett aussieht mit dieser bronzefarbenen Panzerung. Ansonsten hier nochmal den Inhalt der Miniaturen aufgebaut. Genau, wir haben die 8 Einheitenkarten. Es sind Aufwertungskarten, ja, also die kleinen hier, die ich hier gerade dann fälschlicherweise als was weiß ich was deklariert habe. Es handelt sich hier um Aufwertungskarten. Wir haben Gefechtskarten, wir haben andersrum diese Kommandokarten. Hier sind noch mal ein bisschen näher die Marker beschrieben, die wir hier haben. Diese komischen Elves, die wir hier vorher ein bisschen her nicht kannten, das sind Aufstellungsmarker. Und die vier mit diesem bläulichen Schimmer da in der Mitte vom Anfang, das sind dann Schildmarker. Okay. Vierteiliger Maßstab haben wir, die Bewegungshilfen habe ich gerade schon gesagt. 9 Angriffswürfel sind dabei, 6 Verteidigungswürfel. Gott sei Dank, wir haben uns nicht verzählt, beziehungsweise ich mich nicht verzählt. Und jetzt kommen wir hier zum Zusammenbau der Miniaturen. Und jetzt bin ich dann doch etwas schockiert, was das hier angeht, weil ein Kampfdruide B1 besteht aus 8 Teilen. Also das ist schon enorm. Also für so eine kleine Figur 8 Teile, das ist schon tapfer. Ich sehe hier sogar auch welche mit 9 Bauteilen. Und wenn ich mir jetzt hier die Druidika angucke, die in dem Falle hier als Kugel verbaut ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber Druidika, die ist ja jetzt auch nicht, wer weiß wie groß, und die hat alleine schon 15 Einzelteile. Das wird nicht gerade einfach, das zusammenzubauen. Und wenn ich dann auch noch überlege, dass man damit Sekundenkleber hantieren muss, der sich leider auch nicht so präzise auftragen lässt, da bin ich mal gespannt, wie das so wird. Ansonsten Barkleiter auch, finde ich ein sehr schönes Modell, gerade auch mit dem Farbton, der da ist, dieses dunkle Bordeaux-Rot in Kombination mit diesem Hellgrau, finde ich sehr schick gemacht. Und auch hier General Grievous, den habe ich hier irgendwo schon gesehen. Den finde ich auch in der Mantelvariante sehr schön. Mal gucken, ob ich den mit 2 Lichtschwertern baue oder ob ich ihn mit seinem DT-57 Annihilator baue. Und da ist auch dieses wattierte, ne? Also so einen wattierten Mantel hat er da um, der ja auch so auch schön rot ist, ne? So ein Purpurrot. Also, das sieht schon sehr, sehr schick aus hier. Ansonsten ist er eher so, also schwarz-grau von außen. Ja, also diese 4-Lichtschwerter-Variante, die gefällt mir jetzt nicht so unbedingt. Das ist jetzt nicht so meins. Hier ist auch nochmal erklärt, wie Zusammenbau von Maßstab und Bewegungshilfen. So, und dann gibt es hier gleich schon den Einstieg ins Spiel, Aufbauskizze des Trainingsgefechts. Wo habe ich hier erstmal so ein bisschen meine Barrikaden aufzustellen, wie stelle ich meine Figuren auf, wo packe ich meine Marker hin. Und an sich finde ich, ne, also ich kenne jetzt nur die Spielanleitung von der anderen Grundbox, finde ich, ist das schon sehr gut gemacht. Und an sich kann man jetzt alleine nur mit den Grundregeln über die paar Seiten, die hier drin sind, schon ja, jede Menge Spaß haben. Sind doch schon ein bisschen mehr Sachen hier auch zu lesen. Ich empfehle einfach, sich das einmal durchzulesen, und ansonsten gibt es hier hinten auch noch mal eine kleine Kurzübersicht, an der man sich so ein bisschen entlanghangeln kann. Und wenn man sich mal bei Regeln nicht einig ist, dann setzt euch mit dem Spielpartner auseinander, macht zur Not eure eigenen Hausregeln und ja, spielt einfach weiter, bevor ich hier, wer weiß wie, lange aufhaltet und ja, da unter Umständen irgendwelche Dinge vielleicht unklar sind. Okay, was haben wir sonst noch? Ionenmarker, okay. Das werde ich vielleicht nochmal alles genau nochmal nachlesen. So, hier nochmal ein Aufbauskizze für eine Standardpartie. Wenn ich jetzt hier durchzähle, sehe ich hier schon 1, 2, 3, sind schon vier Druidikas hier mit drin, die wir ja auch sicherlich hier in dem Set haben. Allerdings werden wir hier nicht so viele, ansonsten so viele Druiden dabei haben.
Und hier sehe ich auch gerade hier zwei Barkleiter. Das sieht schon fast so aus, als wenn man sich hier nochmal so eine Starterbox anschaffen müsste. Ansonsten vergleichbar, ich bin mir gar nicht sicher. Ich meine, die Droidikas habe ich letztens gesehen. Ich glaube, da kosten zwei Stück schon alleine 30 Euro. Also hier kriegt man in dieser Box alleine schon vier. Und also das, was man hier auch mit dieser Grundbox spart, ist enorm im Vergleich zu den Einzelpreisen. So, dann kommen wir hier nochmal auch hier zu einem sehr netten Geländestück, was hier gemacht worden ist. Und hier nochmal so ein bisschen Erklärung. Hier ist natürlich genauso wie bei Games Workshop. Ja, es geht nicht nur an sich um Spielen, es geht auch um Sammeln, es geht um das Basteln, es geht ums Bemalen. Ja, und im Endeffekt final dann vielleicht auch ums Bespielen. Ja, jeder hat da ja so seine eigenen Präferenzen. Der eine macht das lieber, der andere macht das lieber. Und jetzt hier nochmal die Bauanleitung für die Miniaturen. An sich, wie gesagt, sind die ja schon aus den Gussrahmen entfernt. Vielleicht muss man noch an der einen oder anderen Stelle einen Gussgrat entfernen. Das wird hier empfohlen, das mit einem Bastelmesser zu machen. Da natürlich immer aufpassen, dass man sich da nicht die Finger irgendwie abrasiert. Und hier auch nochmal der Tipp mit dem Sekundenkleber hat natürlich auch den Vorteil, man wird relativ zügig fertig mit der Bauerei. Ich jetzt auch überlege, so eine Figur oder so, ne, wenn ich jetzt hier die acht Teile sehe und müsste da jetzt anfangen, die mit Plastikkleber zu kleben, ne, und habe da jeweils Trocknungszeiten von 5, 6, 7, 8 Minuten, bin ich natürlich auch Ewigkeiten damit beschäftigt. Sekundenkleber, ein bisschen Tropfen drauf und fertig ist die Laube. So, ansonsten hier auch nochmal Obi-Wan Kenobi mit einem krummen Lichtschwert. Das scheint ja hier standardmäßig zu sein. Ja, ne, heißes Wasser reinhalten, vernünftig gerade biegen, erkalten lassen. Und dann dürfte das eigentlich auch alles ganz gut funktionieren. So, dann kommen wir als nächstes hier. Wird hier nochmal so erklärt, wie man so eine Base gestaltet. Hier in dem Falle, das ist leider das Problem oder fast in alle Figuren, die man so sieht, ist immer eine relativ langweilige Base. Ne? Es wird immer irgendwie ein bisschen Leim drauf geschmiert, dann in Sand eingetaucht und ja, dann so ein bisschen beige besprüht, damit das irgendwie alles nach Sand aussieht. Und Star Wars ist ja nicht nur irgendwie irgendwelche Sandplaneten, sondern da gibt es ja auch richtig schöne grüne Planeten. Und ja, mal gucken, für was ich mich im Endeffekt dann entscheiden werde, dann hier nochmal, wie man eine Miniatur bemalt, vom Grundieren über Grundfarbe auftragen, über Schattieren, Schichten highlighten und im Anschluss akzentuieren. Wenn ich es am Ende so hinkriege, wie die es hier gemacht haben, bin ich schon sehr, sehr zufrieden. Ansonsten ein paar Credits, wer hat das Spiel getestet, hier nochmal ein schönes Artwork. Und damit ist das Spielregelheft soweit durch. Irgendwo habe ich schon gelesen gehabt, dass es wohl noch ausführliche Regeln im Internet gibt zum Runterladen, entsprechend in eurer Landessprache, so wie ihr das ja braucht und gerne haben wollt. Ja, das war die Box ja, Star Wars Legion. Und ich habe hier noch ein paar andere Sachen stehen und liegen. Ich wollte noch kurz erzählen, was hat es damit auf sich? Es wird schätzungsweise das erste Video im Jahr 2021 sein. Es wäre schön, wenn ich hier sagen könnte, es wäre alles besser. Das ist es leider nicht. Ich würde eher sagen, es ist ja noch alles schlimmer. Wir wollen aber trotzdem das Beste daraus machen, uns ein bisschen motivieren und ja, positiv trotzdem denken. Und ich habe hier ein paar Pinsel stehen und ja, hier sehen wir jede Menge von so komischen Plastikteilen. Die habe ich mir hier bestellt. Weil es mir ja mächtig auf den Zwirn geht, dass hier die Farben, dass ich die ständig aufmachen muss und mir, wenn man jetzt hier mal noch mal genauer guckt, hier die Ränder versauen. Ich habe jetzt also ich habe relativ viele Farben, die ich auch dann selten nutze und ich habe einfach mal bin einfach mal durchgegangen und habe geschaut, was da so ist und stelle dann fest, dass der Großteil der Farben schon mittlerweile ja richtig trocken ist oder ne, weil man einfach die Deckel hier nicht vernünftig zukriegt. Ja, und da ich mir jetzt auch eine Airbrush gekauft habe und das auch alles sehr, sehr unpraktisch ist, das immer versuchen mit einem Pinsel in den Trichter zu packen oder mit dem Pinsel auf die Nasspalette aufzutragen,
habe ich mich halt für einen anderen Weg entschieden. Und zwar habe ich jetzt angefangen, alles in diese kleinen Pöttchen umzupacken. Ja, das ist, ja, man denkt, es ist viel Arbeit. Ja, könnte man schon so sagen. Und es ist sehr zeitaufwendig. Und ja, wobei ich das mit dem Zeitaufwand nicht bestätigen kann, weil ich sag mal, ich habe letztens meinen 1,5 Stunden 19 Stück schon mal davon umgemacht. Also ich sag mal, für 1,5 Stunden, sag mal, wenn man ein bisschen schneller wird, 20 Stück, finde ich schon eine gute Zahl. Was man dazu braucht, werde ich in einem separaten Video nochmal beschreiben. Aber was jetzt auch als nächstes Video kommen soll, das ist hier einmal dargestellt. Es wird ein ausführliches Pinselvideo geben. Also ein kleines Tutorial. Ich werde die Reihe Miniature Painting for Greenhorns weiterführen mit der nächsten Folge. Und da geht es ja in der Folge, die wird ja heißen, wir spielen mit des Kardinals Pinsel. Und ja, da gibt es alles zu Pinseln, wieder ja, ein bisschen wissenschaftlich aufbereitet, ne, wieder ein bisschen was zu lernen, was kann ich mit dem Pinsel machen, was gibt es für unterschiedliche Modelle, ja, und ein Mysterium oder etwas, was man sehr, sehr oft hört, wenn man mal seine Figuren so präsentiert ist. Ja, also du hast da so Augen gemalt, da musst du ja einen Pinsel haben, der hat nur ein Haar, damit man das überhaupt so genau malen kann. Und ich so, das ist, finde ich, so mit das Schlimmste, was man dann immer zu hören kriegt, weil im Endeffekt weiß jeder, der sich mit dem Hobby beschäftigt, dass man mit einem Einhaarpinsel nicht malen kann. Und auch um das zu beweisen, habe ich diesen Pinsel hier. Das ist ein ganz alter Pinsel, den ich etwas, ja, der schon ausrangiert war. Das ist jetzt der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Also ich halte ihn hier einmal an die Kamera, wenn man es überhaupt sehen kann. Dieser Pinsel hat noch genau drei Haare. Ja, also das habe ich überprüft mit einer Lupenbrille. Ich habe ansonsten alle Pinselhaare mit einem Cuttermesser weggeschmissen. Wie gesagt, Teufel mit den drei goldenen Haaren. Und ne, in dem kommenden Video wird es einen kleinen Test geben, worauf kommt es denn jetzt ganz genau an, um feine Linien malen zu können. Und da tritt dieser Pinsel auch an. Wenn ihr darauf Bock habt, abonniert gerne den Kanal, lasst gerne ein Like da, lasst gerne einen Kommentar da und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal beim Video Miniature Painting for Greenhorns. Wir spielen mit des Kardinals Pinsel. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Heute mit einem Unboxing zu Star Wars Legion. Es herrscht Aufruhr im galaktischen Senat. Hallo, hier spricht das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.